Oh, mich erinnert das. Ich muss auch sagen, Max. Real Talk, Alter, nimmt einfach keins meiner Parfums. Es tut wirklich weh. Schauen wir uns als nächstes an. Ja, ich würde sagen, danach haben viele Leute gefragt, ne? Das Parfum, die besten Parfums von günstig bis teuer mit Montana Black. Let's go. Inzianos mit 5. Was hältst du von der Maurice Lacroix? Ich schwöre, der Chat, ja. Diese Maurice Lacroix, sie verfolgt mich einfach. Ich kann mit der Marke nichts anfangen. Die Marke, also auch vom Wiederverkauf und so weiter, glaub mir, das ist nichts, okay? Ich weiß, dass sie optisch schön aussieht, aber bitte kauf keine Maurice Lacroix. Bitte, 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 bitte. Oder bei Mon Monte. Du, ich habe eine Frage. Du benutzt ja Versace als Parfüm. Kannst du da eins sehr empfehlen? Danke dir. Viele Grüße und bleib gesund. Du willst ein paar Parfüm-Tipps? Kein Problem. Moment. Uno momento. So, also. Warum hat er denn nur? Wo sind meine Parfums, die ich ihm geschickt habe? Hey, right in the fields, Junge. Oh, ich frage ihn jedes Mal, ob er die auch wirklich benutzt. Es wird mir im Herzen wehtun, ja, wenn er sie nicht trägt. Natürlich, Digga, bin ich kein Profi im klassischen Sinne. Empfehle euch jetzt nur das an Parfums, was ich persönlich halt auch selber trage und gerne riechen mag. Heißt nicht, dass die 10 Jahre halten, keine 5 Jahre. Ich bin kein Profi. Ich sag euch nur eine persönliche Empfehlung. Er hatte wegen Versace gefragt. Das Versace Eros. Machen wir die andere Kamera. Das Versace Eros. Bruder, Maschallah, Digga. Wirklich. Also wirklich ein sehr, sehr guter Duft. Was das kostet, können wir auch gerne immer nebenbei gucken von mir aus, damit ihr auch immer nochmal einen preislichen Aspekt habt. Da Ah, bin ich mal Digga, ich, gespannt. also ich finde, das geht. 50 Milliliter, ich weiß gar nicht, wie viel das hier, 100 Milliliter, kostet, also die Hälfte hiervon, kostet 41,50 €. Das finde ich für ein Versace-Aero, also für ein Versace-Parfüm. Ja. Oh, geht voll klar, Digga. Ist ein bisschen dunkel, ich kann noch ein bisschen heller machen, Moment. So, das geht klar. Und wie gesagt, Versace Eros, also das mag ich sehr gerne, aber ich muss dir sagen, ich finde Versace Eros Flame, Ah, stimmt, es gibt auch diese noch ein Version Rot. hier, rot, preislich wahrscheinlich gleich, finde ich persönlich noch geiler, Digga. Dieses hier, Versace Eros. Ich glaube, ich habe das mal irgendwie getestet. Aber ich erinnere mich nicht mehr. Guck Justins Reaction, ja? Soll ich es von Justin gucken? Peace, Leute, und willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute an einem wunder... Anfang haben wir schon Ja, was gesehen. zu sagen kann. Ich empfehle euch jetzt nur... Film, das habe ich damals geisteskrank gefeiert. Aber machen wir die andere Kamera. Das Versace Eros, Bruder, Maschallah, Digga. Kurz massiert werden. Ja. Schön. Tom Ford, Oudwood. Sehr, sehr guter Duft, echt, sage ich euch. Tom Ford Oudwood, Klassiker, würde ich aber persönlich nicht kaufen aktuell. Ich bin, der ist echt, ich merke gerade, der ist echt gut. Ich benutze ihn viel zu selten. Okay, aber die anderen drei sind, würde ich sagen, noch einen Ticken besser. Ich glaube, ich habe was in den Mund bekommen. No sexual natürlich. Also ich sag mal so, Tom Ford Oudwood so als Mundbedufter, Mundspray, Mundwasser oder Getränk nicht zu empfehlen. Das ist ein Dosenöffner, das Parfüm. Voila, vertrau mir. Und ich finde für einen 40er, also das ist gut, das kostet Honig ungefähr 80 €, 100 €, 100 Milliliter. Das Duschgel ist etwas teurer, ich glaube, das kostet ein 20 oder 25 € für ein Duschgel natürlich. Geht eigentlich. Wie viel kostet denn dieses Tom Ford Duschgel? Kann ich auch empfehlen. Das passende Duschgel zum Oudwood. Das Da bin ich irgendwie ganz raus. Also bei Duschgel oder so würde ich nur Produkte nehmen, die auch wirklich ausschließlich Duschgel machen. Also so diese Parfumsachen, das gefällt mir gar nicht. Ist auf jeden Fall auch ein Dosenöffner. An die Leute, die sich auskennen, Tom Ford All Over Body Spray. Kann man das als Deo benutzen? Weil ich habe kein nices Deo. Ich benutze immer diese normalen Deos. Das wäre natürlich wild. Egal, das gibt es jetzt hier gar nicht auf Amazon. Aber es gibt auf jeden Fall ein Tom Ford Oudwood Duschgel. So wie das hier von Neroli Portofino. Es gibt einige Sachen, wo man als Mann Duschgel kann oder man als Frau machen. auch darauf achten sollte, dass natürlich ein gepflegtes Äußere ist. Irgendwie, keine Ahnung, keine fettigen Haare, nicht nach Schweiß stinken, wenn man irgendwie draußen unterwegs ist auf einem Date oder so, ist klar. Aber ein ganz, ganz entscheidender Punkt, als Mann und auch als Frau gut riechen, Digga. Wenn eine Frau gut riecht, als Beispiel, finde ich das schon sehr sexy. Also finde ich sehr, ja, einfach sexy. Und als Mann, wenn du einen guten Duft drauf hast, Digga. Kannst du Duschgel empfehlen? Gerade im Moment habe ich kein gutes da. Also ich müsste mal.
drüber nachdenken, aber gerade nicht. Das ist auch schon ein Pluspunkt, wenn du einen guten Duft drauf hast. Und damit meine ich nicht bös gemeint, 1 Million. Digga, was jeder Zweite irgendwie trägt, Make in Turkey, auch noch gefälscht, Digga. Die Zeiten sind halt vorbei. Du musst, wenn... Scharf geschossen aus der Zentrale. Wenn du mit deinem Geruch punkten möchtest bei einer Frau, auch etwas Spezielles tragen, was sie so noch nicht so oft gerochen hat. Ein spezielles Parfüm. Gibt nichts Unattraktiveres als Parfümgeruch bei Frauen. Schokodipper. Hä? Wonach soll die denn sonst riechen? Neutral oder was? Dein Name kann ich gar nicht ernst nehmen, Digga. Sag ich dir ganz ehrlich. Wonach soll denn eine Frau riechen? Hä? Nach Deo. Eine Frau, die einen schönen, dezenten Geruch an sich hat, ein schönes Parfüm. Da kann ich mal kurz einen guten Frauenduft empfehlen, und zwar Tom Ford Jasmin Rouge. Habe ich meiner Freundin geschenkt. Unfassbar nice Duft. Sie hat auch das Lost Cherry. Das finde ich nicht so wild wie Jasmin Rouge. Jasmin Rouge, wirklich geisteskrank nice Duft. Finde ich sehr, sehr nice. Darmduft, was finde ich gut? Chanel Mademoiselle finde ich ein guter, günstiger Duft. Die Sachen, die Victoria hat, sind alle ein bisschen mehr Nische auch und teurer. J513 mit 3 Euro. Ist absehbar, wann du deinen eigenen Laden aufmachst, würde gerne meine erste Uhr bei dir kaufen. Nein. Also ich denke mal, in der weiten Zeit, also online läuft es, also ich werde kein Geschäft aufmachen. Also es wird immer in diesem Online-Thema erstmal bleiben. Ne? Ist doch Baba, Digga. Natürlich, ich weiß, was du vielleicht meinst. Ich finde es auch schön, wenn die Frau einfach naturell, sag ich jetzt mal, nach frischer Wäsche riecht, ja, nach Frau. Ja, natürlich, jetzt, die soll jetzt nicht auf 20 Meter Entfernung nach Parfum riechen, aber so dezent. Oh, also ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Die sollte jetzt nicht da drinnen gebadet haben. Ja. Aber ein schöner, dezenter Frauenduft. So. Uff, Digga. Und ich glaube, ich kann auch für die Frauen reden. Es gibt doch nichts Schöneres, wenn du Besuch hast. Damenbesuch, Herrenbesuch. Ihr verbringt einen Abend im Bett oder eine Stunde im Bett. Oder 10 Minuten. Spaß. Mag sich. Man schiebt eine Nummer, dann bist du mit deinen Jungs, ich rede jetzt aus Männerperspektive, bist mit deinen Jungs unterwegs, bist noch Spielo, bist noch unterwegs, keine Ahnung, kommst abends wieder nach Hause und das Bett riecht noch ein bisschen nach der Frau, nach ihrem Geruch, nach ihrem Parfüm. Oh, Digga. Full Haram, nein, das kann man nicht machen. Finde ich sehr gut, mag ich gerne und ich glaube, Frauen mögen das auch, wenn du als Mann einen schönen Duft hast und dich vielleicht irgendwie bei ihr ins Bett gelegen hast und sie später wieder sich ins Bett legt. Schon mal gehört, dein Geruch ist noch da. Ich glaube, das, wie gesagt, kann jeder so sehen. Ja, komm, jetzt machen wir den nächsten Tipp hier, bevor er noch... Wer möchte? Justin versteht mich. Wenn ihr Schokodipper sagt, er findet das nicht gut, dann ist es in Ordnung. Schokodipper. Aber ich sehe das anders. Wir haben hier noch als Einsteigermodell einer meiner ersten Parfums. Habe ich damals von meiner Ex-Freundin Max Black. Von der Max Black kenne ich nicht. Okay, von Elva geht das bestimmt. 11 Euro. 7,55 Euro. Alter, was? Mutter und Peter, kennt ihr? Peter, der gestorben ist, geschenkt bekommen. Max Black. Uff. Krass. Oh, mich erinnert das. Ich muss auch sagen, Max... Justin Bull. Rebmeister mit 3 Euro Namen, Marc. Was wäre ein guter Preis für eine Omega Speedmaster in neu? Ich glaube, wir verkaufen ihn gerade für 4,7. Datejust lieber in Stahl oder in Weißgold? Also in komplett Weißgold gibt es Datejust-Modelle tatsächlich. Die sind aber sehr, sehr selten. Von daher nimm besser die Stahl. Riecht so 400-500 Euro Parfums bei Marc und dann Max Black. Geo.at für 10er. Black erinnert mich so an meine Hardcore- Anfangs Spielo-Zeiten, Book of Ra 140 hochdrücken. Kostet nur ein 15er, riecht auch nicht so lange, so intensiv. Mhm. Aber es ist ein guter Duft, ein guter Einsteigerduft. Wir wollen jetzt ja hier nicht nur teure Parfums zeigen, sondern das ist ein ich habe leider nur die hier, Leute, es tut mir leid. Einsteigerparfum für 15 Euro. Ihr werdet da auch nicht stundenlang nach riechen und auch nicht am nächsten Tag. Aber als Einsteigerparfum für ein 15er, wenn wir mal auf den... Ja, wenn du es dabei hast, immer... Wieso Full Haram? Naja, weil man halt die Zeit mit der Frau nur verbringen sollte im Bett, ne? Also ich meine, einfach nur so ist, glaube ich, der falsche Ansatz, ne? Okay, immer nochmal neu massieren. Date geht und man für eine Stunde gut riechen muss, ist das, finde ich, ein ausgefallener, guter Duft. Boah, Digga, ich verbinde mit diesem Max Black sehr viel. Creed, kennen eigentlich die meisten von euch. Creed habe ich Viking. Irgendwie nur Aventus im Kopf. Ich habe eins geschenkt bekommen, das riecht ganz stabil. Das ist so eine ganz silberne Packung. Bei ihm ist das wahrscheinlich Himalaya. Aber Viking,
Der bekannteste Duft von denen ist. Muss man Steuern zahlen, wenn man auf Kono 24 Uhr oder so im Ausland kauft? Yes, 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 yes. War vorgestern bei Luxoya, Wempe, Omega, Bucherer und hatte das erste Mal eine Rolex Omega am Abend. Luxoya ist echt top, kann ich nur empfehlen. Scalinator, das ist schön zu hören, das wird die Jungs freuen. Creed Aventus, wirklich ein sehr, sehr guter Duft. Aventus ist jetzt nicht so meine Wave. Ich persönlich finde, Creed Viking ist für mich die beste Sorte, die ich kenne. Okay, krass, noch nie gerochen. Mein nächstes. Viking ist cool, aber hält nicht so lange, meine Meinung. Aber ich meine, das ist immer das, jedem das seine. Platz 3 wäre Tom Ford. Das war es dann aber auch mit Tom Ford hier. Die anderen beiden sind nämlich nicht von Tom Ford auf Platz 1 und 2. Fucking Fabulous. Das beste Tom Ford Parfum, meiner Meinung nach. Es ist wirklich krank. Es kostet mehr als alle anderen Tom Ford Düfte leider, aber zu Recht. Falls ihr irgendwo bei euch einen Store in der Nähe habt, der dieses Parfum hat. I don't know. Ich habe das, es ist rausgekommen, ich habe es direkt gekauft und es ist ein cooler Duft, aber irgendwie ist mir das auch zu soft. Es irgendwie hat keinen Punch. Riecht es, sprüht es euch aber auf die Haut. Das riecht auf der Haut nochmal anders. Lasst es so 5 Minuten einwirken oder so. Aber zu Justin passt es sehr gut. Zu krass. No joke. Ich kann jetzt gerade nicht so ganz beschreiben, es riecht so leicht süß. Lavendel. Ich weiß nicht, ob da auch eine Oud-Note mit drin ist. So. Nein. Aber es ist einfach krank. Das riecht so das ist wie nach was, was so lecker ist irgendwie. Ich weiß nicht, warum. Oud-Note riecht einfach nach einem guten Parfum. Das riecht irgendwie lecker. Keine ja. Ahnung, warum. Ja. Wie so eine nice Vanillesoße oder ja, so. Ja, ja, ja. Oh, sexual. Von Creed. Die riecht so gut. Oh, Digga. Das ist ein Duft, der... Für die Leute, wo das Portemonnaie locker sitzt und direkt bestellen wollen, das ist natürlich auch in der Beschreibung verlinkt. Entfaltet sich noch so heftig. Viking. René, moin, Gixen, moin, moin. René kennt den Duft, Viking. Bernd, ich habe Rosso 17 und kann sagen, mag dein Geschmack, gefällt mir gut. Deshalb gibt es zum Geburtstag was Geiles mit Oud von Xerchow. Ja, Mann. Guck mal, ich sag dir so, wie es ist. Alle Leute können diese Standardsachen alle testen und dann sagen, ne, dass das super ist, das super. Nur die Sache ist, das habe ich ja auch schon hinter mir. Also jedes Parfum, also abgesehen jetzt von Versace und sowas, das, darüber brauchen wir jetzt nicht reden, das habe ich ja alles schon durch. Also auch Creed hatte ich auch mal eine Phase, war alles hier Green Irish Treat oder wie das heißt, dann Himalaya, Virgin Water und so. Das sind alles coole Düfte, aber am Ende... Das Beste ist halt das Beste. Was soll ich sagen? Da gibt es halt dann andere Marken, die halt noch mal krasser sind. Weißt du, es ist genau wie mit Anzügen. Zenia ist ein toller Anzughersteller. Leider gibt es andere Marken, die noch besser sind. So, weißt du, und so ist das mit Parfum auch. Green Irish Treat, ja. Genau. Wie findest du Parfums de Mali? Auch gut. Sehr gut, sehr, sehr gut. Wie findest du so Spiros Accento? Ist mein Favorite, tatsächlich. Accento ist so mit mein Favorite, ja. Ja, ja, ja. Bernd schreibt, ja, Ventus habe ich auch, nachdem ich jetzt Rosso 17 habe, kann ich nicht mehr dahin zurück. Ja, ich meine, du hast vielleicht das Video gesehen mit Herbert, ne? Es ist einfach, ach, hör mal, Strebmeister, danke dir für die 200 Bits, du hast, glaube ich, oben auch gespendet, ich war voll im Film drin, hab's gar nicht gesehen, ne, Blizzard war das, Blizzard, danke dir auch für 200 Bits, sorry, habe ich es gar nicht gesehen. Der ist echt eine 1 plus mit Sternchen. Okay. Noch geiler als Aventus. Na, Tassos ist eine Geschmackssache am Ende. Oder eine Geruchssache, auf was du stehst. Aber Creed Aventus hat irgendwie jeder, der ein bisschen was in Düfte investiert. Aber wenige kennen dann Creed Viking. Himalaya gibt es auch noch. Himalaya habe ich, glaube ich. Ja, und deswegen, Creed Viking ist, finde ich, kann ich dir empfehlen, Tassos, du hast ja sowieso kein Geld. Warum fragst du überhaupt, was ja alles wieder bei Tipico verzockt. Aber solltest du mal doch mal wieder... Kann eine Fake-Uhr explodieren? Ein Freund hat sich eine gekauft und hat gesagt, dass sie explodiert ist. Das ist die ganze Story, das ist die beste Story, die ich gehört habe. Bisschen Gewinn. Creed Viking, meine persönliche Empfehlung von den Creed-Düften ist Viking. Okay. Uff. Krass, nice to know. Das kostet ungefähr 400 Euro. Das ein Philipp Plein Parfum? Ist, also, falls ihr es sehen könnt, in dieser Flasche ist ein Totenkopf eingearbeitet. Von Philipp Plein. Heißt The Skull oder The Skull. Halt. Der Totenschädel. Mit Totenkopf. Und ich sag euch wirklich. Also ich sag euch. Faustwerk mit 3 Euro. Hey Marc, habe mir auf deine Empfehlung Setup-Proben gezogen. Bin mal gespannt. Feiere Oud-Düfte unnormal. Falls du die kennst, kennst du diesen Duft Oud for Greatness. Habe ich schon mal gehört, aber habe ich selber jetzt nicht vor Augen. Euch wirklich, wirklich, wirklich. Dieser Duft ist... Oh, noch nie gerochen. Kostet natürlich auch ein Heidengeld. Aber einer der... Nee. Einer der besten Düfte, die ich jemals gerochen habe. Ja. Vielleicht kennt ihr ihn, Christian hat mir das empfohlen,
Christian Zahner hat mir das empfohlen. Das ist wirklich also ein heftiger... Krass, kann ich mir nicht vorstellen. Ein ganz heftiger Duft. Hätte ich auch nicht gedacht. Das sind jetzt 125 Milliliter, kosten so um die 400 Euro. Das ist natürlich hochpreisig, ne? Mhm. Hoch. Ja, mein Platz 2 wäre... Ombre Nomad von Louis Vuitton. Geisteskranker Duft. Riecht wie Tom Ford Tuscan Leather, nur mit einer leichten Himbeernote drin. Hier nochmal diesen nice Flex raushauen. Seht ihr das? Mit ja, wir machen auch. Danke, da ist auch das Duft, die Partner. Die mir das zum Geburtstag geschenkt haben, weil ich durchgehend davon geredet habe, davon geschwärmt habe, mir das zu kaufen, aber mir immer zu schade war. Und meine Freundin mir das zum Geburtstag geschenkt, das weiß ich ja zu schätzen. Auf jeden Fall mein Platz 2 Duft. Geisteskrank. Und der bleibt auch ganz, ganz lange drauf und ist ein sehr, sehr, sehr schwerer, intensiver Duft. Also eher so zum abends weggehen. Also dass, wenn du dir das jetzt morgens auf den Hals ballerst und damit irgendwie frühstücken gehst, die Leute fallen gefühlt um neben dir, sag ich mal. Aber der das ist schon ein Statement, dieser Duft. Sehr holzig. Bester Xerchoff Oud Duft. Ach, guck mal, da gibt es so viele, ne? Es kommt da mehr auf deinen Geschmack an. Xerchoff bietet alles in der Kollektion. Das ist mehr eine Sache von dir. Sehr ledrig, mit so einer süßen Himbeernote auch noch drin. Das ist echt krass, aber halt wirklich eher so für abends. Der Duft ist heftig. Genau, dann haben wir hier das Parfum. Also die Flasche, dafür habe ich... Das ist einer meiner teuersten Parfums. Habe ich 600 Euro für bezahlt. Gibt es aber als kleinere Variante in 100 Milliliter. Okay, jetzt kostet um 300 Euro. Und das ist Louis Vuitton. Hä? Was ist denn das jetzt für ein kranker Zufall? Ich schwöre auf alles, ich habe das nicht gesehen. Ombre Nomade. Lol. Heißt das, glaube ich. Da sieht man ja. Hier. Was ist das denn für ein... Ja, es hat, wenn was beliebt ist, dann ist was beliebt, ne? Also, ja. Zufall. Weil ich kenne eigentlich nicht viele Leute, die das haben. Ombre Nomade. Und ich habe es empfohlen bekommen übrigens von meinem Bro Josef. Liebe Grüße. Und ich sag euch... Wie er es jetzt beschreibt. Bruder, das ist der beste Duft, den ich jemals getragen habe. Ich schwöre es euch. Und es ist der Duft, wo ich in meinem ganzen Leben, seit ich Parfums benutze, am häufigsten drauf angesprochen wurde. Ja, weil der halt super intensiv ist auch. Ich wurde noch nie so oft auf einen Duft angesprochen, wie auf... Das zum Beispiel muss ich auch ganz klar sagen, also wenn man mich fragen würde, wo habe ich die krassesten Reaktionen bis jetzt bekommen, muss ich leider, also... sagen, ist Accento. Also Accento ist der Duft, wo ich wirklich am meisten Feedback von bekommen habe. Immer wenn ich den Duft drauf habe, sprechen mich die Leute darauf an. Und als ich beim Kajakfahren war, hatte auch jemand den Duft drauf. Und mir ist es auch dann aufgefallen. Ich musste ihn auch direkt darauf ansprechen, weil es wirklich ein toller Duft ist. Also das muss ich sagen, da habe ich das meiste Feedback. Ich glaube hier übrigens, da, ja, das ich glaube, der Duft hier, der riecht so wie... wie dieses Baccarat Rouge, exakt gleich. Das war noch, was ich sagen wollte. Was haben wir noch? Marzocco, toller Duft auch, der lila, ne? Marzocco, wo habe ich noch gutes Feedback drauf bekommen? Boah, da war ich das vor zweimal her in Stuttgart, da hatte ich Cruz del Sur drauf. Das hat Sascha auch so gut gefallen. Da weiß ich noch, hat Sascha zu mir gemeint, richtig einfach 10 Kilometer... Also die sind aus der Wohnung rausgekommen, meinten, ich habe die schon, als ich oben noch drin war, gerochen. Das sind ganz andere Düfte, muss man ganz klar sagen. Kaff ist so ein bisschen frischer. Das ist jetzt für die Dings am besten, für die Jahreszeit. Ja, wir könnten aber echt nochmal ein bisschen auch aufstocken an Düften. Ne? Soprano habe ich heute auch, im Dings gesehen, ne? Bei uns im Lager. Auch schöner Duft, ne? Das ist ein Duft, den man jeden Tag tragen kann, zum Beispiel zum Shoppen. Also es gibt da eigentlich zwei Düfte. Ich muss mich mal bei diesen hier so ein bisschen durchtesten, bei diesen anderen. Also wenn du einen Duft haben möchtest, jeden Tag einfach so easy zum Shoppen, welchen würde ich da nehmen? Ah, den würde ich nehmen. Uden. Ein sehr, sehr schöner Duft. Schöner Duft. Eleganter Duft, Zitrusfrüchte, Zitrone, Guyakholz, Rum, Rose. Ihr müsst euch vorstellen, als erst habt ihr diese Zitrone, dieses Frische und dann kommt hinten raus ein bisschen Rum und Rose mit. Tolle Verbindung. Und dann ganz hinten als Basisnote Vanille, Moschus und Bernstein. Das ist so ein Duft, den würde ich eigentlich immer tragen. Deine Meinung zu Sinn 1 Uhren oder generell zur Marke Sinn? AK de Sabra. Mag ich auf jeden Fall. Sinn Uhr 1 bin ich ein großer Fan von. Ich war ja auch bei Sinn, habe ein Video rausgebracht. Also ist eine tolle Uhr. Natürlich ein bisschen schwierig so zu handeln, aber... eine gute Uhr.
weiter. Diesen Louis Vuitton-Duft. Krass. Nimmst du jeden Tag ein anderes? Nein, ich nehme nur noch Louis, Digga. Aktuell seit Wochen nur noch Louis. Das ist der mein Duft. Er hält zwei, drei Tage. Du sprichst also. Real Talk, der hält super lange. Krass, Monte. Ich habe mich jetzt gerade eingesprüht und er riecht noch in drei, vier Tagen. Ich rieche es gar nicht selber mehr, aber Frau. Ja. Man selbst merkt es irgendwie nicht mehr so. Aber man merkt es mehr als eine andere Parfums, die man sich aufsprüht. Aber so, du hast es so draufgesprüht vor vier Stunden oder so, gehst in irgendeinen Laden rein, gehst wieder raus oder so und Leute wissen so, dass du da drin warst, wenn die da reingehen, weil so das Parfum nach dir riecht. Gefühlt so jetzt. Zum Beispiel war das bei mir im Aufzug mal so, ein Kollege kam nach mir ins Restaurant, man musste den Aufzug und er wusste halt schon, dass ich da bin, allein schon, weil der Aufzug danach gerochen hat. Das war jetzt geisteskrank. Männer sprechen mich und Memo drauf an, Memo trägt das auch, und fragen mich, was ist das für ein Duft, wonach riechst du? Und ich rieche es gar nicht selber, aber er hat so ein... Real Talk, Alter, nimmt einfach keins meiner Parfums. Es tut wirklich weh. Den hat mir auch Christian Zahner wieder empfohlen, der Schlingel. Marc, er hat die bestimmt schon im neuen Haus. Deiritz 9.3, das ist die Einstellung, die ich von dir brauche. Bohnenhans schreibt, was ein Scheiß, 400 Euro für ein Parfum. Es gibt auch sehr gute Herrendüfte, die weit unter 100 Euro kosten. Ja, safe, klar, wird es auf jeden Fall geben. Aber die habe ich leider noch nicht entdeckt. Und die halten dann wahrscheinlich auch nicht so lange, weil das einfach günstigere Inhaltsstoffe sind. Bei dir ist teuer gleich gut, was ein Hirnriss. Ich steck dich einfach direkt für eine Woche auf die stille Treppe. Nicht, weil ich nicht möchte, dass du deine Meinung hier äußerst, aber wenn du einfach unfähig bist, zuzuhören, was ich hier sage, dann kannst du erstmal auf die stille Treppe für eine Woche. Denn ich habe hier auch gerade Düfte für 15 Euro in den Himmel gelobt. Es gibt natürlich Düfte. Das sind natürlich Facts. Etwas Teures. Und damit meine ich nicht Louis Vuitton, die große Flasche jetzt hier für 600 Euro. Es gibt auch noch eine Nummer kleiner für 300 Euro. Ja, ihmchen hier. Sondern auch ein Aventus Creed, was 150 Euro kostet, glaube ich. Ich glaube, das war's, aber ich muss meins noch zeigen. Mein Favorit. Und zwar Maison Francis Courtian. Wird es so ausgesprochen? Es fokussiert nicht. So, jetzt hat es. Baccarat Rouge, ja. Und zwar Baccarat Rouge oder Baccarat Rouge 540 Extra. Baccarat Rouge, ja. Ist ein etwas fruchtigerer Duft, süßer Duft. Guck mal, was ich gerade in der Kiste gefunden habe hier. Das hat Monte doch auch. Es lag eben hier am Boden. Dieses Dings mit der Lampe. Ich entdecke jedes Mal irgendwas Neues. Ja. Jetzt muss ich sagen, ist ein bisschen zu normal, aber riecht auf jeden Fall auch gut. Ne? Hey Marc, ich will mir den Sample Pack holen. Was empfiehlst du neben Accento? Also, neben Accento solltest du in jedem Fall Uden dir mitbestellen. Dann probier mal das Krasseste aus, was Xerchow hat. Om. Om ist auf jeden Fall sehr krass. Welches du auch noch unbedingt kaufen solltest, ist Richwood. Extrem guter Duft. Richwood ist wirklich sehr, sehr toll. Das würde ich dir auch noch ans Herz legen. Und welches du auch noch probieren kannst, ist Don. Don ist auch gut. Chimera. Wow, Chimera. Guck mal, was das für eine Box hier ist. Chimera. Was es nicht alle gibt, ne? Guck mal, auch mit einer Lampe hier oben drin. Mal sehen, wie das... Ah. Ach, der Herbert hat mir noch gesagt, das ist was ganz Besonderes. Irgendwie 2014er Jahrgang und da war irgendwie so eine ganz krasse Duftölmischung. I don't know. Tja. Welcher Duft zieht Frauen an? Alter, wenn du darauf scharf bist, ey, vergiss es. Du musst dein eigenes Ding durchziehen, wenn du dich danach richtest, was Frauen gut finden. Ey, gute Nacht. Real Talk. Ich habe noch nie darauf geachtet, was irgendeine Frau gut findet. Also in Bezug auf Düfte. Du läufst, weißt du, du läufst ja nur nach. Du musst aber voran sein. Verstehst du, was ich meine? Immer wenn du nachläufst und dich anpasst, dann kann das nicht. Dann das sind keine Gewinner. Nein, nein, nein. Molecule 01 ist auch ein guter Duft, kann man immer mischen und so weiter. Hatte ich zwei, drei Mal, aber weiß nicht, war dann auch jetzt nicht so, dass ich mich da komplett. Also, das habe ich dann einfach auch nicht mehr weitergekauft. Ne?